Also diese Befragungen und der Workshop, alles was da diskutiert worden ist, bildet eigentlich ja die Basis für unsere regionale Entwicklungsstrategie. Evaluierung spielt schon eine große Rolle. Man muss ja wissen, was hat man denn getan? Selbstevaluation fällt ja oft so ein bisschen hinten runter und man muss sich das die Zeit oder immer das nochmal irgendwo rausschneiden, dass man das die Zeit dafür erübrigt. Wir haben ja sowohl methodisch miteinander diskutiert als auch inhaltlich und auf beiden Ebenen sind sehr viele Dinge deutlich geworden. Und natürlich sind solche Sitzungen auch Ort und Gelegenheit für einen Meinungsaustausch. Wenn wir Regionalentwicklung machen, dann kommen wir nicht um die Fachbereiche drumherum. Und damit noch, sagen wir mal, auch in der Kommunikation viel bewusster und sensibler umzugehen, ja, das ist eigentlich so eine zentrale Sache. Also ein großes Entwicklungsziel ist für mich eigentlich so die Steigerung der Wertschöpfung unter anderem im Bereich Landwirtschaft und Tourismus. Das sind für mich ganz wichtige Themen, für die auch die Wesermar steht. Und wenn man da noch eine Verzahnung hinkriegt und daraus einfach noch viel mehr machen kann, dann wäre ich sehr froh darüber. Und dann gibt es auch so für mich so eine nicht zählbare Wertschöpfung, nämlich Kontakte. Dass man mit Leuten in Kontakt kommt, mit denen man vorher überhaupt nie gesprochen hat, an die man nicht mal einen Gedanken verschwendet hat. Und das finde ich also einen ganz interessanten Aspekt bei dieser Wertschöpfungsgeschichte. Ich bin kein Mensch, der so gerne so theoretisch nochmal Prozesse beleuchtet. Am liebsten rede ich dann mit den Akteuren, um die es ja auch geht und deren Projekte. Aber hier ging es mal darum, auch uns im Management in der Verantwortung einer lokalen Aktionsgruppe zu sehen. Also ich bin immer wieder überrascht, dass es letztendlich sehr angenehm ist, in der Konstellation zusammenzuarbeiten, auch wenn es zwischendurch mal schien, dass uns das Ding auseinanderfliegt. Wir haben aber jetzt, nachdem wir das schon ein paar Jahre auch verschiedene Methoden angewendet haben, kommen dann so Ergebnisse bei Befragungen zum Beispiel auch raus, die einen dann so richtig glücklich machen, wo man sieht, dass da auch Steigerungen in der Zufriedenheit da sind.